neuen Folge Open Rails auf meinem Kanal. Wir fahren heute zwar wieder einen Personenzug, aber fahren erstmal nach Niederau, sammeln dort Fahrgäste ein und fahren dann bis Goslik, wie im letzten Video in der Beschreibung zu sehen ist. Da Werketaxe ausgefallen. Wir sollen die Leute da einsammeln und nach Goslik bringen. So, wir haben jetzt hier keinen Aufenthalt, also fahren wir gleich los. So, bitte. Hallo? Maschine? Ja, geht doch. Leider die gleiche Strecke wie in den ersten zwei Teilen, aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gefällt und hier bleibt und das guckt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Fahren wir jetzt fast 30 Kilometer bis Niederau und sammeln die Leute dann ein bis nach Goslik. So, jetzt werden wir jetzt mal Gas geben, dass wir hier auf einer Stelle kommen. Nach dem Teil hier kommt noch ein Teil und dann ist diese Aufgabenserie auch fertig. Was ich da denn fahre, muss ich gucken, weiß ich noch nicht, aber könnte sein. Ah nee, werde ich dann einfach sehen, beziehungsweise werdet ihr dann auch sehen. Auf jeden Fall wird das die nächste Aufgabe, die ich also nach der letzten Aufgabe von Teil hier fahren werde, die neue Aufgabe, dann auf jeden Fall keine Aufgabe, die eine Serie ist, sondern die dann wirklich nur ein Zug ist, der in eine Richtung fährt. Ja, da kommt das rauchende Industriegebiet wieder. Herrlich. Finde ich irgendwie macht was her. Auch wenn es in echt umweltmäßig natürlich
ganz schwierig ist, aber ja. So, hier kann man jetzt durchfahren. Hier muss ich nicht aufpassen, dass ich bremse. Das ist sehr gut. Wahrscheinlich wird das die nächste neue Aufgabe, die mit der hier nichts zu tun hat, wahrscheinlich ja etwas Schnelleres werden. Da jetzt mit vier oder fünf Videos hier mit etwas langsameren Zug, das dann eigentlich auch erstmal wieder genug ist. Hier ist wieder rauchende Industrie, die sogar mal nicht ganz weiß, sondern ein bisschen gräulich raucht. Boah, die Sifa ist gerade auch ziemlich penetrant. Knapp 18 Kilometer noch, dann sind wir in Niederau. Jetzt haben wir, wie gesagt, die Fahrgestein gefahren ist Goswig. Da lassen wir sie dann gerade los.
Ja, sie fahren, ich bin auch da. Und 13 Kilometer noch. Oder vielleicht auch nicht ganz durchdonnern, wir müssen ein bisschen abbremsen dürfen auf 60. Ich weiß gar nicht, das sind wir jetzt das Gleisseite oder so. Doch, wir wechseln die Gleisseite. Tatsächlich. Schleichen wir hier mit 60, hoffentlich nicht bis in den Raum. Naja, wobei, doch, sieht so aus. Okay.
ja jetzt irgendwie die Gleise zerlegt. Okay. Das war vorhin aber beim anderen Teil noch nicht so. Merkwürdig. Weil das muss ich mal hier gerade abspeichern, dass ich das mal nachher neu installieren kann, das Streckenupdate, dann gucken kann, was wieder geht. Seltsam. Sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam, dass jetzt das Update der Strecke weg ist und das jetzt hier fast wieder original ist. Naja, wir fahren über Tuvertin und dann sollte es endlich wieder gehen. Trotzdem irgendwie nervig. Na, hier ist wieder das umgebaute Stück. Sehr, sehr seltsam.
einen Kilometer noch, dann sind wir wieder rum. Ich fahre jetzt einfach eine Fahrt bis Gosvik und dann ist es fertig. Abfahrt nach Gosvik.
Vorne darf man dann hoffen, wieder 60. Da schon wegen Goswick ist. Könnte sein, ja. 3 Kilometer, ja, passt. Ah, jetzt fahren wir rechts rüber, okay, verstehe. Oh, die 60 sind. Jetzt 1,4 Kilometer, da haben wir unser Ziel erreicht. Oh, hier ist mal wieder das umgebaute Update weg. Sehr schön. Oder auch nicht schön. Ganz ziemlich nervig. Ich weiß nicht, wieso es so ist. So, unser Ziel ist erreicht. Ich sage jetzt auch schon mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe auch, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Lasst es euch bis dahin gut gehen und ciao.